Leute, ich bin's wieder, eure Becky, und wir werden heute um Punkt 3 Uhr nachts zur angeblichen Teufels- und Dämonenstunde wieder das gruselige Charlie-Charlie-Ritual spielen. Mal gucken, ob er Lust hat, mit uns zu spielen, aber ich werde ihn auch fragen, ob es eine gute Idee ist, von dem Chicken Nugget, ihr wisst, dieses seltsame hier, eine Voodoo-Puppe zu machen. Mal gucken, was seine Antwort sein wird. Bevor wir aber gleich zusammen das Raster erstellen für das Ritual, Leute, dachte ich mir, erzähle ich euch noch mal eben kurz was zu Charlie Charlie, weil ich glaube, einigen ist gar nicht bewusst, wie gruselig die Legende dahinter ist. Und zwar ist dieses Stiftespiel eigentlich aus Mexiko und zwar nennt es sich Juego de la Lapicera. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, womit man Kontakt aufnehmen kann mit einer Art Dämon, sagt man so. Man sagt auch zu Charlie, dass er ein Dämon ist. Ja, ihr hört richtig. Aber viele Kinder spielen wohl dieses Ritual und versuchen so mit der anderen Seite Kontakt aufzunehmen. Und zwar mit Charlie, der angeblich ein kleiner Junge sein soll, der nicht mehr am Leben ist. Der aber nicht so gut ist mit den Menschen, die noch leben, weil er denen quasi die Schuld gibt daran. Ja, hört sich sehr seltsam an. Aber ich sag's euch so, man findet dazu super viele Legenden und Mythen. Also ganz verschiedene Stories. Also dazu, was eigentlich mit Charlie passiert ist. Aber sehr gruselig. Ich sag's mal einfach so. Wenn man ein bisschen mehr dazu liest, gruselig, Leute. Jetzt versteht ihr auch, warum ich dieses Ritual so creepy finde. Und ähnelt sehr dem Ouija-Brettspiel. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Ja, ist ziemlich ähnlich, nur aber mit einem beweglichen Stift und halt einem Raster mit Ja und Nein. Das sind auch nur die Fragen, die man Charlie stellen kann. Diese Ja- oder Nein-Fragen. Und jetzt aber geht das Licht wieder aus. Was ist das immer? Charlie kann angeblich nicht nur die Stifte auch bewegen, sondern ist auch bekannt dafür, zu sorgen, dass paranormale Dinge vor sich gehen. Ja, Leute, ihr hört richtig. Also er kann auch für andere gruselige Sachen zuständig sein. Und da es jetzt gleich soweit ist, machen wir jetzt das Raster fertig. Und dann kann es losgehen mit den Fragen, die ich Charlie stellen werde, zu so einigen Sachen, die hier in letzter Zeit passiert sind und zu diesem seltsamen, gruseligen Chicken Nugget, Leute. Ja, das ist mein völliger Ernst. Aber wenn nicht er uns Antworten liefern kann, dann weiß ich auch nicht. Mein Licht hier spinnt ja mal rum. In letzter Zeit rollen da irgendwie Bälle rum bei mir, ja? Ganz seltsam. Was ist, wenn da eigentlich Charlie hintersteckt? Weil ich meine, ich habe das Ritual so oft gespielt. Ich würde mich nicht wundern, wenn er mich irgendwie heimsucht, Leute. Mich würde es nicht wundern. Auf jeden Fall, Raster habe ich fertig und jetzt kommen die Stifte rauf. Übrigens, Leute, lasst unbedingt jetzt einen Daumen nach oben da, wenn ich die Voodoo-Puppe als nächstes machen soll. Und dann hoffentlich hat sich das Thema aber vielleicht gegessen, weil vielleicht lässt er mich dann so in Ruhe. So, Leute, dann wollen wir loslegen. Es ist ja 3 Uhr. Charlie müsste da sein. Und soll ich mich mal trauen, ihn das zu fragen? Ich mach's für euch, okay? Charlie, Charlie, willst du mit mir spielen? Oh mein Gott, hoffentlich ist er da. Oh mein Gott, direkt ausgeschlagen. Gut drauf, wollte ich sagen. Das war ein gutes Zeichen, Leute. Ich habe mich getraut. Aber ich habe trotzdem Angst. Bevor wir gleich loslegen mit den eigentlichen Fragen, ich frage ein bisschen zu Charlie. Charlie, Charlie, bist du gerade hier mit mir in diesem Raum? Mal gucken, was er dazu sagt. Oh mein Gott, das ist gruselig. Er ist mit mir gerade in diesem Raum, Leute. Sitzt er gerade neben mir? Charlie, Charlie, darf ich dir Fragen stellen? Mal gucken, was er dazu sagt. Ja, damit wir nochmal sicher gehen, weil manchmal schwenkt er ja auf Ja und Nein. Ich habe gelesen, es bedeutet, kann er aktuell nicht beantworten oder er weiß es nicht. Aber wir wollen ja wissen, ob er wirklich auch immer die Wahrheit sagt, deswegen frage ich mal lieber nach. Charlie, Charlie, wenn ich dir Fragen stelle, wirst du es wirklich immer mit der Wahrheit beantworten. Mal gucken, was er dazu sagt. Zaghaft geht er auf Ja und er bleibt auf Ja. Ihr wisst ja, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, da gingen richtig seltsame Sachen vor sich. Charlie, Charlie, warst du das letztens mit den Geräuschen in meinem Zuhause? Er ist eindeutig auf Nein gegangen und bewegt sich nicht mehr weiter. Er war es nicht, Leute. Also wahrscheinlich auch nicht mit dem Ball. Okay, was mich sowieso schon die ganze Zeit fragt. Charlie, Charlie, ist mein Zuhause verflucht? Okay. Er hat es direkt mit Ja beantwortet und er bewegt sich nicht mehr weiter. Leute, also das sagt schon alles. Ja, super. Richtig toll. Okay, fragen wir nochmal genauer. Charlie, Charlie, sind Geister in meinem Haus? Mal gucken, was er dazu sagt. Er ist auf Ja gelandet, Leute. Okay, das beruhigt mich gar nicht.
Wenn wir schon dabei sind, Tali Tali, bin ich verflucht, weil bei euch passieren seltsame Sachen irgendwie, wenn ihr meine Videos guckt. Ja, nein? Also er hat keine Antwort darauf aktuell oder er weiß es nicht. Ja, sehr beruhigend. Naja, besser als ja, ne? Okay, nächste Frage. Charlie, Charlie, kennst du die Person mit der goldenen Maske? Weil ihr wisst, der ist plötzlich aufgetaucht. Er ging erst zaghaft auf ja und jetzt ist er auf ja gelandet. Er kennt die. Wer ist das? Ihr meintet ja vielleicht Game Master? Ich frag ihn mal. Aber die Maske sah anders aus. Charlie, Charlie, ist die Person mit der goldenen Maske Game Master? Mal gucken, was Charlie dazu sagt. Nein? Er bleibt auf Nein. Es ist nicht der Game Master, Leute. Habt ihr eure Antwort? Wenn ihr wisst, wer es sein könnte, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Jetzt! Das Einzige, was ich ihn fragen könnte, ist, Charlie, Charlie, ist die Person mit der goldenen Maske ein Mann? Ansonsten vielleicht... Oh mein Gott. Er ist in Richtung Ja gegangen. Aber was hat das denn jetzt zu bedeuten? Oh mein Gott. Wer ist das? Okay, Leute, jetzt kommt ein Zungenbrecher. Mal gucken, ob ich es hinbekomme, es auszusprechen. Es ist so schwer, aber wir müssen Charlie dazu was fragen. Charlie, Charlie, kennst du das Chicken Nugget? Giga, gedi, gida, gida, go. Kennst du ihn? Mal gucken, was Charlie sagt. Ja, er kennt ihn. Oh mein Gott, er kennt ihn! Ich frag ihn noch mal ein bisschen genauer. Charlie, Charlie, kennst du die Videos von diesem Chicken Nugget? Mal gucken, was er dazu sagt. Ja, er bleibt auf ja. Okay, guckt er die Videos oder was? Gruselig. Charlie, Charlie, war Giga, gedi, gida, gida, go in meinem Haus. Mal gucken, was er dazu sagt. Ja? Nein? Muss ich mal entscheiden? Bitte, Charlie. Was bedeutet das denn? Wahrscheinlich, oder? Charlie, Charlie, ist dieser Giga, gedi, gida, gida, go, der sein Unwesen bei mir treibt, ein Mensch? Mal gucken, was er dazu sagt. Nein? Okay, das macht das Ganze noch merkwürdiger. Charlie, Charlie, ist er böse? Das würde mich mal interessieren, ob er generell böse ist. Ja, er bleibt auf ja. Ja, super, ein aggressives Chicken Nugget oder was? Charlie, Charlie, hat er böse, übernatürliche Kräfte? Mal gucken, was er dazu sagt. Ja oder nein? Ja. Oh mein Gott. Ja und nein? Weiß er anscheinend nicht. Okay, er landet wieder in der Mitte. Er weiß es wahrscheinlich nicht. Jetzt eine super wichtige Frage, Leute. Charlie, Charlie, weißt du, wer mich um 3 Uhr nachts angerufen hat, als ich den Akinator gespielt habe und Fragen gestellt habe? Oh mein Gott, er ist zaghaft auf ja und dann voll ausgeschlagen, Leute. Charlie, Charlie, was? Giga, gidi, gida, gida, go? War er das? Mal gucken, was er dazu sagt. Ja, ihr wisst, ich wurde über anonym angerufen. Der Akinator ist verschwunden. Und dann, gruselig. Aber okay, Akinator, wenn er mich angerufen hätte, fände ich auch gruselig. Aber scheinbar war die Nummer das. Charlie, Charlie, weißt du, was er von mir will? Mal gucken, was er dazu sagt. Seine Antwort ist ja. Charlie, Charlie, ist er böse auf mich? Immer noch? Auch ja. Eindeutig. Hä, warum sind immer alle böse auf mich? Okay, fragen wir jetzt noch ein bisschen zu dem Happy Meal. Charlie, Charlie, weißt du, von wem das Happy Meal um 3 Uhr nachts, das vor meiner Tür lag, war? Mal gucken, was er dazu sagt. Ja, nein, weiß er nicht. Dann fragen wir es mal so. Charlie, Charlie, hat Giga, Gidi, Gida, Gida, Go mir das Happy Meal vor die Tür hingestellt? Mal gucken, was er dazu sagt. Nein. Warte, warte, er bewegt sich weiter. Ja. Ja und nein. Hä? Er landet wieder auf der Mitte. Also das kann er uns irgendwie nicht beantworten. Okay, davor habe ich Angst, Leute. Charlie, Charlie, bin ich jetzt aktuell in Gefahr? Was sagt er dazu? Ja. Er bewegt sich nicht mehr weiter. Okay, Charlie, Charlie, beobachtet es mich jetzt gerade? Ich hoffe, er sagt nein. Nein. Oh mein Gott. Charlie, Charlie, sollte ich aber jetzt Angst haben? Ich hoffe, er beantwortet das auch wieder mit Nein. Eindeutig ja. Das ist verdammt gruselig, Mann. Okay, Charlie, Charlie, weißt du, was ich mit den Dingen aus dem Happy Meal machen soll? Mal gucken, das wird... Okay, das war eindeutig. Ich wollte gerade sagen, sonst werde ich ihn gleich zur Voodoo-Puppe noch fragen, aber ja, eindeutig. Aber ich werde es trotzdem mal eben machen, ob ich das überhaupt
tun soll. Was Charlie davon hält? Charlie, soll ich eine Voodoo-Puppe mit den Dingen machen? Mal gucken, was er dazu sagt. Er geht zaghaft auf Ja. Warte, er bewegt sich weiter. Auf Nein. Hey Leute, ihr müsst es entscheiden. Er weiß es anscheinend nicht. Ihr müsst es jetzt entscheiden. Ihr bestimmt es, Leute. Soll ich es machen oder nicht? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ja, Becky, mach eine Voodoo-Puppe oder nein, Becky, mach keine Voodoo-Puppe. Schreibt es jetzt unbedingt unten rein. Okay, ich glaube, ich habe Charlie genug Fragen gestellt. Ich will auch nicht, dass er sauer wird. Charlie, darf ich das Spiel beenden? Hoffentlich darf ich das. Ja, eindeutig. Okay. Ja, das mit Charlie war wieder super gruselig. Lass mich unbedingt wissen, ob das jetzt eine gute Idee ist mit der Voodoo-Puppe oder nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye!